Oh, weia. Wer ist das denn, bitteschön? Oh Gott, oh Gott. Auf zur Stempeljagd! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Wir haben einen neuen Wegfreund gefunden, das ist doch schon mal ein guter Start. Denn mit Hilfe der Wegfreunde können wir uns teleportieren. Oh, gesucht. Prinzessin Zelda. Wer die Prinzessin sieht, möge umgehend das Schloss informieren. Okay, die suchen mich anscheinend und ich ahne Böses. So, die Lücke, der Riss ist nun fort. Das heißt, wir können jetzt sogar über diesen Weg zurück ins Dorf gehen. Vielleicht finden wir die Frau. Genau, das ist die Frau von dem Herrn hier. Man glaubt es kaum, meine Frau ist wieder da. Sie war vor meinen Augen von einem Riss verschluckt worden. Ich wusste nicht mehr ein noch aus, aber jetzt ist sie zum Glück zurück. Davon abgesehen, diese Kapuze, die du da trägst, sieht aus wie die von Link. Ist das jetzt die neueste Mode? Naja, würde ich nicht so sagen. Hallo Fremde, hast du kurz Zeit für mich? In letzter Zeit passieren ja so einige schlimme Dinge, nicht wahr? Risse öffnen sich, Monster streifen in größerer Zahl umher. Meine arme Frau macht sich deshalb riesige Sorgen. Ich möchte ihr irgendetwas Interessantes zeigen und sie so auf andere Gedanken bringen. Ich habe da auch schon eine Idee. Ich habe nämlich letztens eine große fliegende Pflanze gesehen. Aber bei einer Höhle tief in den Wäldern habe ich sie leider aus den Augen verloren. Seitdem konnte ich sie nie mehr finden. Ob das eine Illusion war oder reine Einbildung? Ich frage mich, ob ich diese Pflanze je noch einmal finden werde. Du möchtest also die fliegende Ananas sehen. Schau mal. Oh, wow. Boah. Das ist ja die Pflanze, die ich gesehen habe. Du hast sie extra für mich gesucht? Danke, Fremde. Dann rufe ich sofort mal meine Frau, damit sie... Hä? Moment mal, das ist ja ein Monster. Aber ein liebes Monster. Schnell, unternimm was. Okay, weggezaubert. Puh, das war ein Schock. Jetzt hast du dir die ganze Arbeit gemacht, aber wenn ich meiner Frau ein Monster zeige, kriegt sie statt neuem Mut eher einen Herzinfarkt. Ach Liebling, was hast du da wieder ausgeheckt? Der ganze Aufwand nur für mich? Hä? Oh, da ist ja meine Frau. Oh, Tera, hast du uns etwas zugehört? Ja, deine Stimme ist schließlich laut genug. Aber du brauchst dir wirklich keine Sorgen, um mich zu machen. Für mich reicht es schon, wenn du bei mir bist. Das ist genug, um mich aufzumuntern, wenn ich mir zu viele Sorgen mache. Da wird mir ja ganz warm ums Herz. Ich habe das Gefühl, du heiterst mich mehr auf als umgekehrt. Hör mal, ich habe nachgedacht. Wenn sich alles wieder etwas beruhigt hat, wollen wir dann eine Reise unternehmen? Oh, sehr gern. Da müssen wir gleich mal zusammen überlegen, wo wir hin möchten. Abgemacht. Danke, dass du meine Bitte erfüllt hast, Fremde. Hier hast du eine kleine Belohnung. Oh, cool. Du hast einen Kristall der Stärke erhalten. In Lüberys Haus kannst du damit Waffen schmieden. Das Dörfchen Kusthafen, der Hyliasee. Es gibt so viele Orte, die ich gerne zusammen mit dir besuchen würde. Lass uns in Ruhe darüber nachdenken. Wir haben ja genug Zeit. Ach, schöne Interaktion. Das war jetzt cool. Ja, das erste Kuisthafen sah aus wie Kuckuckshafen. So. Ich habe erfahren, dass mein Mann die ganze Zeit am Riss stand und nach mir gerufen hat, nachdem ich davon verschluckt worden war. Ich befürchte, ich hätte mich nicht mal in die Nähe davon getraut, wenn er an meiner Stelle verschluckt worden wäre. Seitdem ich davon weiß, fühle ich mich wieder wie frisch verliebt. Auch wenn es mir viel zu peinlich wäre, ihm das direkt zu sagen. Sag es ihm, der würde sich sehr, sehr freuen. Der fühlt sich ja dann auch irgendwo bestätigt, würde ich sagen, oder? So, was haben wir denn hier Schönes? Ui. Okay. Es gibt viele Elixiere, aber ich werde erst einmal passen
und meine Rubine weiter sparen und jetzt keine Elixiere kaufen. Schauen wir uns mal weiter um. Sudeliadorf erst einmal abgeschlossen. Mir war es nun wichtig, diese Frau zu treffen, um zu sehen, was sie jetzt erzählt, ob sie was Neues sagt. So, aktuell haben wir 2 Leuchtpunkte auf der Karte. Ich weiß jetzt noch nicht, welchen ich ansteuern werde. Ich möchte jetzt erstmal kreuz und quer durch die Gegend laufen und einfach mal die Oberwelt, wie man so schön sagt, erkunden. Mal gucken, was wir entdecken. Oh! Moment, was ist das? Eine schwarze Spinne. Okay, au, ey, Moment! Los geht's, Super Ananas! Schnell, Attacke! Naja, okay. Aber die Spinne ist schon stärker, als ich dachte. Okay, geschafft. Mal sehen, was die jetzt kann. Vantula gemerkt. Und die läuft einfach Wände entlang, oder wie darf ich das verstehen? Was bringt mir das? Toll. Okay, wenn vielleicht Gegner weiter oben sind, kann ich Vantula da hochschicken. Das ist in dem Punkt vielleicht ganz spannend, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wofür Vantula gut sein soll. Okay. Naja, vielleicht wisst ihr mehr. Ich werde das noch im Laufe des Abenteuers rausfinden. So, los, macht den Moblin platt. Ihr schafft das schon. Oh, da vorne ist ein Oktorok. Oh, ziemlich hartnäckig hier. Die fressen die ganzen Schlangen auf, diese Vantulas. Okay, Vantula gegen Vantula. Das wird doch funktionieren, oder? Oh nein, warte. Oh, da war ich zu spät dran. Da war noch sowas wie ein Horn. Na gut. Jetzt haben wir einiges zu entdecken. Also kaum sind wir hier auf diesem offenen Feld, können wir nach links und rechts schauen und da und hier was entdecken. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Aber das war schon mal ganz gut. Mit dem Stein diesen Oktorok umgehauen und diesen auch anschließend gemerkt. Jetzt kann ich also Gas geben. Und ja, mal sehen. Oh, da unten links steht auch jemand. Ich glaube, der braucht meine Hilfe. Los geht's. Oh. Ich glaube, die Oktoroks sind gar nicht so cool, da sie vor dem Angriff immer kurz springen und, ja, schweben. So, zu dir kommen wir gleich. Oh, was gibt's denn hier noch Spannendes? Was ist das für eine Stelle hier? Also hier links geht's anscheinend in die Wüste. Oder zumindest in ein Ödland. Ein sehr vertrocknetes Land. Und hier? Das sieht auffällig aus. Oh ja, da gibt es tatsächlich etwas. So muss ich nur noch einen Weg finden, um da nach oben zu kommen. Probieren wir es erstmal mit Tischen. Tische sind unsere Freunde und Helfer. Wobei, viel weiter komme ich eigentlich gar nicht. Moment. Geht das nicht? Moment, so. Und nochmal ein Tisch. Dann wechseln wir zu der Holzkiste. Dann so. Und ich weiß nicht, ob das klappt, aber es wäre jetzt ganz gut, ein Trampolin zu verwenden. Mal gucken, ob das reicht. Ich bin gespannt. Oh, das reicht! Die Konstruktion hat funktioniert und wir finden Steinsalz über Äonen kristallisierte Klumpen. Alles klar. Irgendwann werden wir die bestimmt brauchen, um irgendetwas damit zu machen. Dann schauen wir mal weiter. Was ist hier? Ein Herzteil! Oh, das ist aber weit oben. Komme ich da schon hin? Geht das irgendwie? Ja, ich weiß nicht, ob ich auf die Säule da hochkomme. Kann ich Vantula dahin schicken? Moment, das muss ich testen. Vantula, hol mir das Herzteil! Ja, sehr gut. Aber nicht so querlaufen. Vantula, nein, du sollst das Herzteil holen. Vantula, was machst du da? Was soll ich machen? Das Herzteil holen. Was denn? Oh nein, Vantula, du kannst doch nicht schwimmen. Jetzt nochmal geradeaus laufen. Moment, jetzt sehe ich nichts. Ist Vantula da jetzt dagegen gelaufen oder nicht? Ich verstehe das nicht. Okay, komm. Nochmal ein sauberer Versuch. Und wenn das nicht klappt, dann muss ich mir das Herzteil irgendwie anders holen. Also nochmal ein Bett. Vantula, und jetzt schnell auf die andere Seite. Und jetzt, Achtung.
Ja, okay. Vantula ist durchgelaufen. Link, das bist du, oder? Ich bin von Monstern umzingelt. Bitte erledige sie, so wie du das immer tust. Hey, das ist doch Boris Becker, oder? Aus dem Sudelia-Dorf. Boris, wir retten dich! Warum schreit denn der so? So, das war's schon. Boris gerettet. Hä? Vielen Dank, Link. Moment, du bist gar nicht Link. Also, entschuldige bitte. Wegen der Kapuze habe ich dich verwechselt. Mann, ist mir das peinlich. Bitte verzeih mir. Ach ja, ich komme aus dem Sudelia-Dorf. Mein Name ist Afug. Ich war so sehr ins Grasmähen vertieft, dass ich bis ins Sudelia-Grasland gekommen bin, ohne es so richtig zu merken. Ich war auf halbem Wege, das Grasland komplett zu entgrasen und urbar zu machen. Aber anscheinend hatten die Monster etwas dagegen. Vielleicht hat es auch was Gutes, dass sie mir meine Grenzen aufgezeigt haben. Also, nochmal danke. Es ist nicht viel, aber bitte nimm das hier als Belohnung an. Sehr cool. 20 Rubine von Boris. Dieser Link, für den ich dich gehalten habe, war übrigens ein super starker Schwertkämpfer aus unserem Dorf. Er hat uns alle immer wieder aus der Not gerettet, bevor er dann zu einer Reise aufbrach, um ein großes Ungeheuer zu besiegen. Ich habe selten jemanden erlebt, der so unerschrocken für das Gute gekämpft hat. Nun ist er schon eine Weile fort, aber ich bin sicher, es geht ihm gut. Falls du auf deinen Reisen einem jungen Schwertkämpfer mit grünem Gewand und Kapuze begegnest, könntest du ihm etwas ausrichten? Alle im Sudelia-Dorf warten sehnsüchtig auf deine Heimkehr. Tja, das war's schon. Okay, Boris. Afug heißt er natürlich. So ein Unfug. So, wo kommen wir denn hier hin, wenn wir schon mal da oben sind? Okay, Spezialbrücke. Ich weiß nicht, wie das physikalisch funktioniert, aber egal. Und wenn ich schon mal hier oben bin, müsste ich doch irgendwie zu dieser Säule darüber kommen. Also ich hoff's. Oh, reicht der Sprung? Wir probieren's, oder? Für Geronimo! Oh, es hat gereicht! Okay, jetzt komm. Okay, so nicht. Boah, das sieht gut aus. Yes, wir haben das Herzteil. Und das alles dank Afug, weil der uns da nach oben geholt hat. So, was gibt's hier Schönes? Wo wollen wir hin? Also klar, wir müssen zu den Leuchtkreisen. Aber was gibt es hier noch? Also ein Leuchtkreis ist da unten. Das ist schon mal interessant. Vielleicht sollte ich den machen. Aber was ist da oben noch? Und da war ja noch der junge Herr, der meine Hilfe benötigt hat. Also, wir haben noch einiges zu entdecken, würde ich sagen. Hier im Wasser kann ich leider nicht die Gräser da zerschneiden. Da müsste ich schon eine Ausbildung zum staatlich Geprüften machen, ihr wisst ja. Und was haben wir hier in der Höhle? Gar nichts. Vantula! Okay, aber das mit Vantula habe ich noch nicht so ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich kann Kann ich auf Vantula stehen? Um dann da nach oben zu kommen? Ich bräuchte vielleicht mehr Fähigkeiten, um da hochzukommen. Oder aber, es gibt tatsächlich eine Möglichkeit. Nee, ich kann nicht auf Vantula stehen. Schade. Vielleicht denke ich gerade zu kompliziert? Also, meine Spinnen können auch keine Spinnennetze einsetzen. Warum auch immer. Das verstehe ich jetzt nicht. Und ich kann auf Vantula nicht stehen, also... Naja, ich sag mal so, da oben ist jetzt nur ein roter Rubin. Und hier bei Vantula steht auch nichts in der Beschreibung, ob ich dieses Monster irgendwie dazu nutzen kann, um da hochzukommen. Aber ich sehe nur einen roten Rubin. Vielleicht täusche ich mich auch und da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Aber ich sag mal so, erst einmal tut es nicht unbedingt weh, dass wir womöglich das erste Mal nicht an etwas kommen. Ich habe einfach nichts, was mich da hochbringen könnte. Ein Schild. Ich war hier. Ich war hier. Und dann schreibt man das Datum drauf. So macht man das doch immer. Ich war hier. Am 12.12.2012. Liebe Grüße, Thomas. So.
Autsch! Ey, das war fies. So, jetzt helfen wir dir. Was ist denn los? Das hier ist eigentlich eine Abkürzung zur Farm. Ich frage mich, wer diesen Unfug angerichtet hat. Wenn du hier durch wolltest, hast du jedenfalls Pech. Der Weg ist blockiert. Ob wir jetzt den ganzen Umweg latschen? Das wäre ja eine Schande. Ja, das kriegen wir schon gelöst. Also, Holzkisten kann man ganz einfach verbrennen. Oder wir klettern einfach drüber. Und machen das so. Ha! Das hast du wohl nicht kommen sehen, was? Okay, das kann ich echt nicht heben. Da liegt der schwere Fels drauf. Aber da nutzen wir einfach Kerzol. Kerzol, mach was. Attacke. Kerzol, da drüben. Komm, ich helfe dir. So. Und damit verschwinden die Steine. Ich meine die Holzkiste. Die Steine bleiben. Und dann können wir hier vielleicht noch ein bisschen Platz machen. Jetzt kann er durchlaufen. Passt doch jetzt. Wenn ich hier herumstehe, wird sich das Problem wohl kaum einfach in Luft auflösen. Ach Mann, hat wohl keinen Zweck, hier noch länger herum zu... Hä? Was ist das? Der Weg ist ja wieder offen. Und zwar weit genug, dass man bequem durchkommt. Das hast du gemacht, oder? Vielen Dank, das ist echt super. Hier hast du eine Belohnung. Sehr schön, 20 Rubine erhalten. Du hast echt meinen Tag gerettet. Danke für die Hilfe. Ja, sehr, sehr gerne. Und wir haben sogar noch Vitaltrauben bekommen. Und hier ist wieder ein Wegfreund. Gleich mal aktivieren. Ich meine, im Laufe des Spiels wird es ganz praktisch sein, schnell von A nach B zu kommen. Dann sparen wir uns die ganzen Laufwege. Okay, wow, hier ist ein ganzes Lager. Okay, okay, wen rufen wir denn da? Super Ananas! Ja, die Ananas räumt hier auf. Und der da oben merkt nichts. Hey, Moment. Das sind ja andere Moblins. Schwertmoblin gemerkt. Das sind Schwerter? Sehen eher aus wie so... Weiß nicht. So eine spitze Schaufel. Keine Ahnung. Nun gut. Hauen wir sie einfach um. Und dann ist hier Sense. Moment, neue Ananas. Let's go. Einmal reindüsen. Der macht wohl ernst. Dann machen wir auch ernst. Und so schnell kann es gehen. Haben wir noch nicht alle besiegt? Oh, da steht noch einer. Okay. Und der hat sogar ein richtiges Schwert. Schaut mal. Und da habe ich vorhin einen richtigen eingescannt, also gemerkt. Einen mit einem echten Säbel, mit einem echten Schwert. Naja, wie auch immer. Öffnen wir die Kiste und da drin ist... Was ist das? Milch! Die Moblins haben Milch beschützt. Ja, die trinken noch Babymilch. Mama, kleine Baby-Moblins. Ja, ja, alles klar. Okay. Zitterapfel 18. Gar nicht mal so schlecht. Da unten, das war schon die Wüste. Sieht auch ganz interessant aus. Aber wir bleiben noch hier und gucken mal, ob es noch was gibt. Da steht hier auf dem Schild. Hyrule Farm und Schloss Hyrule. Das Schloss interessiert mich aktuell wenig. Mich interessiert aber die Farm. Wie cool. Du, du, du. Du, du, du. Du, 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 du. Ocarina of Time. Und ich glaube Majora's Mask auch, oder? So, let's go. Wow, was bist du denn? Achtung, ein Vogel von Typ Flugpsycho. Der setzt gleich Psywelle ein. Aber ich habe mein Pokémon von Typ Pflanze Flug. Es ist nicht Tropius, nein, es ist die Super Ananas. Oh, den haben wir weggeräumt. Was bist du denn für einer? Guay oder so. Guay. Wir haben einen Guay. Okay. Kreist geduldig über der Ebene von Hyrule. Und greift blitzschnell an. Kostet aber 3 von diesen Dreiecken. Na gut, nutzen wir mal. Vielleicht kann uns dieser
Supervogel behilflich sein. Dann entdecken wir vielleicht was Neues. Da oben steht jemand. Hier ganz viele Gräser. Hey, das ist doch der von vorhin, oder? Hier haben wir auch nochmal einen Wegfreund. Der Wegfreund, der gleichzeitig als Wegbereiter dient. Sehr gut. Okay, was haben wir hier? Was kommt jetzt? Hallo! Wer war das? Oh weh. Oh weh, was bist du denn für einer? Tada, ja, Hallöchen, ich bin der Stempelmann. Stempel sind mein Leben. Es gibt in ganz Hyrule keinen größeren Stempelexperte als mich, gell? Du fragst dich sicher, was das hier ist, gell? Hä? Naja, das ist meine Stempelstation. Jawohl, ja, es ist nirgends schöner, Stempel zu gehen. Es geht einfach nichts über Stempel. Dieses unbeschreibliche Gefühl, wenn man einen aufs Papier drückt. Und dafür wird man mit einem super schönen Bild als Andenken belohnt. Es gibt echt nichts Besseres. Genau deshalb bin ich fleißig herumgereist und habe an den verschiedensten Orten Stempelstationen angerichtet. Jetzt veranstalte ich eine Stempeljagd, bei der es darum geht, all diese Stempelstationen zu finden. Wenn dich das nicht überzeugt hat, weiß ich auch nicht. Du bist doch jetzt sicher ganz heiß drauf, auf Stempeljagd zu gehen, oder? Oder? Natürlich willst du Stempel gehen. Als allererstes brauchst du eine Stempelkarte. Ohne kann man nicht auf Stempeljagd gehen. Okay, danke für die Einsteiger-Stempelkarte. Aha, Stempelkarte für Stempeljagd-Neulinge. Aus Handarbeit. Endlich zahlt sich der ganze Aufwand aus, den ich betrieben habe. Dann stemple mal drauf los, was es soll, gell. Zeig mir, was in dir steckt. Das ist Stempel 1. Jawohl, ja. So wird gestempelt und nicht anders. Wo immer du eine Stempelstation entdeckst, hol dir dort deinen nächsten Stempel. Ich habe übrigens keine Stempelstation in Gebäuden, Höhlen oder unter Wasser aufgestellt, nur damit du es weißt. Die Stempeljagd soll dich ja nicht in Gefahr bringen, sondern Spaß machen. Für das Füllen der Stempelkarte bekommst du von mir eine Belohnung. Na, das sollte dich doch mal motivieren, fleißig Stempel zu sammeln, was? So, bitte, mitmache, gell? Auf zur Stempeljagd! Okay. Ich kann noch nicht ganz so einschätzen, wie ich den Typen finde. Lassen wir das einfach mal so unkommentiert stehen. So, und das ist der Herr von vorhin. Und hier draußen gibt es noch ein Grab. Oh! Das war sehr auffällig platziert, so ein bisschen wie die ganzen Muscheln in Link's Awakening. Die gab es auch immer auf so einem kleinen Podest und es gab so eine Stelle, die irgendwie frei war, da konnte man schaufeln. Also es gab durchaus rein visuell, rein wie das gestaltet wurde, die Welt, gab es immer wieder Hinweise darauf. Nachdem du den Weg für mich freigeräumt hast, habe ich die Hyrule Farm ohne weitere Probleme erreicht. Jetzt werde ich erst einmal etwas reiten und dann ganz viel von der super leckeren Milch hier genießen. Reiten kann man da? Oh, ich freue mich drauf. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Tippt gerne mal auf dieses Video. Da seht ihr, wie Lego Mario den kleinen süßen Yoshi retten muss. Ob ihm das wohl gelingen wird, bleibt katztastisch.